Herr Freitag, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Ja, Sie wissen, dass Sie als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen müssen mit einer Falschaussage, wenn Sie sich strafbar machen. Sie heißen Andreas Freitag, 18 Jahre alt, Sie wohnen in Berlin, sind ledig, Schüler, verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Sind Sie nicht. Stimmt, ja. Sie wissen, worum es heute hier geht. Die Angeklagte, ja, die soll ihre eigene Tochter nach Algerien gebracht haben, um sie dem Vater zu entziehen. Sie sagt, die Tochter, also die Isabel, sei weggelaufen. Wissen Sie was über den Aufenthalt von Isa? Nein, keine Ahnung. Mhm. Herr Freitag, Sie sind ja Isabels Freund. Ich fürchte, Sie würden uns das sowieso nicht verraten, wenn Sie es wüssten. Aber ich möchte Ihnen hier mal was zeigen. Schauen Sie sich das mal an. Isabel war bei Ihnen. Diese Kleidungsstücke von ihr wurden bei Ihnen in Ihrer Wohnung gefunden. Was haben Sie denn dafür für eine Erklärung? Und das habe ich dem Bullen auch schon gesagt. Wir haben vor dem Urlaub Klamotten getauscht. Das heißt, sie hat ein Sweatshirt von mir bekommen und ich habe halt ihren Lieblingspulli und das Armband bekommen. Ich möchte Ihnen auch noch zwei Dinge sagen. Erstens mal, so wie der Verteidiger Sie fragt, ist Ihnen klar, dass er Sie verdächtigt? Sie müssen auf alle Fragen, die in die Richtung gehen, nicht antworten. Zweitens bitte ich Sie, sich ein bisschen respektvoller auszudrücken. Wie heißen die Herrschaften in grün oder in schwarz? Das ist die Polizei. Polizeibeamten, genau. Ja? Darf ich fragen, wofür Sie dieses Haarband eigentlich gebraucht haben? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal verliebt waren, aber wenn ich Sie vermisst habe, dann habe ich mir das einfach um den Arm gebunden. Herr Freundin, das ist jedenfalls sehr unromantisch, kennt man doch, oder nicht? Ich brauche das Haarband jedenfalls nicht, wie Sie sehen können. Das ist wohl wahr. Ist ja auch nicht ihrs. Aber ich weiß ganz genau, dass Isa diesen Pulli in Tunesien dabei gehabt hat. Wenn du mal genau nachdenkst, wird dir schon wieder einfallen, dass sie ihn dir erst nach dem Urlaub gegeben haben kann. Wollte oder hat Isabel in der ersten Nacht nach ihrem Urlaub bei Ihnen geschlafen? Nein, kann nicht sein. Haben Sie sie noch mal gesehen nach dem Urlaub? Nee, ich habe sie seitdem sie in Urlaub gefahren ist nicht mehr gesehen. Mhm. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass Sie sich ein bisschen ordentlicher hinsetzen, ganz nebenbei? Ja. So, die Angeklagte hat vorhin erzählt, dass der Auslöser für Isabels Flucht, so sagt sie, seine Flucht gewesen, ein Streit war, bei dem es eben darum gegangen sein soll, dass sie die erste Nacht nach dem Urlaub bei Ihnen verbringen wollte. Nee, das kann auch nicht sein. Das sagt doch nicht die Wahrheit. Ja, besonders vertrauenswürdig sieht er ja auch nicht gerade aus. Es ist halt so klar, dass jetzt sowas kommt. Aber wissen Sie was, Herr Richter, da gab es eine Sache. Wir haben uns jeden Tag hunderte SMS geschrieben und auf einmal, von jetzt auf nicht, war nichts mehr, keine SMS mehr. Mhm. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie die letzte SMS von der Isabel bekommen haben? Kann ich, glaube ich, auch, ja. Das war am 13.10. hat sie mir geschrieben, freue mich auf morgen. Freue mich auf morgen. Am 13.10. Das ist nicht erstaunlich. Hm? Und dann kam Merker, einen Tag, bevor Sie zurückgekommen sind nach Deutschland, schreibt sie die letzte SMS. Dann kam keine mehr, weil Sie das Handy mitgenommen haben, Frau Merker. So einfach ist das. Ich habe angerufen, nachdem sie sich nicht gemeldet hat. Ja, was hat sie Ihnen gesagt? Und sie hat dann zu mir gesagt, Isa war krank und irgendwas Ansteckendes, irgend so ein Blabla. Und hat gemeint, Isa würde sich dann melden, wenn es ihr wieder besser geht. Aber darauf kann ich ja auch scheißen, war eine Lüge. Ach ja, es kann doch vielleicht auch ganz anders gewesen sein. Isabels Mutter, meine Mandantin, hat uns vorhin erzählt, dass sie mit ihrer Tochter Streit hatte, weil die nach der Rückkunft gleich bei ihrem Freund übernachten wollte. Und Sie haben uns gesagt, dass Sie ja gar nichts mehr gehört haben von Ihrer Freundin. Da frage ich mich, wohin ist die Isabel dann wohl gegangen? Vielleicht doch womöglich zu einer neuen Urlaubsbekanntschaft? Um mir was zu sagen, ja, also ich habe die Isa lieb und Isa hat mich lieb. Ein anderer kann da überhaupt nicht sein. Das geht gar nicht. Da muss irgendwas passiert sein. Ich habe am Anfang selbst oder was? Oh, Herr Weiler, Entschuldigung, Sie müssten allerdings wissen, dass Sie im Sitzungssaal das Telefon nicht anhaben dürfen, oder? Gleich ist gut. Darf ich vielleicht doch angehen? Das ist der Detektiv, den ich beauftragt habe, um Isa zu finden. Ja gut, von mir aus telefonieren Sie, aber dann gehen Sie bitte raus, ja, und machen Sie es draußen. Herr Freitag, Sie wissen sicher, dass die Frau Bullmerker vorhat, zum Islam zu konvertieren. Diese Entscheidung, hat sich die auch auf Isabel ausgewirkt? Allerdings. Das ist nicht so wenig. Und? Gab es da Streit deswegen? Also sie hatte andauernd Stress mit ihr. Und worum ging es genau bei dem Stress? Ja, ging halt auch mit um mich, weil ich bin vielleicht nicht so der beste Schwiegersohn, mach gern Party und komm auch mal angetrunken nach Hause. Aber die meisten Sachen gingen halt um die richtige, nächstes Mal, Lebensweise. Und welches war die richtige Lebensweise? Und laut Isa natürlich die westliche und laut ihrer Mutter dann die muslimische. Isa wurde da richtig reingedrängt von ihr. Kurz vorm Urlaub musste sie noch fasten wegen diesem Ramadan und all sowas. Und mit ihrem tollen Ersatzvater, diesem Adil, konntest du auch nichts anfangen. Sie wollte immer zu ihrem Vater, dem Ingo, und wie sie mitbekommen, ist das ja auch ein cooler Dad. Also. Was? Sie haben sie gefunden? Gott sei Dank.
Wie geht es ihr? Also, kann ich mit ihr sprechen? Ach so. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich melde mich später bei Ihnen. Gibt es denn noch Fragen an den Zeugen? Keine Fragen. Keine weiteren Fragen? Gut, dann bleiben Sie unvereidigt. Sie dürfen hinten auf der Bank auch Platz nehmen. So, Herr Weiler, Sie sagten ja vorhin, dass das der Detektiv war am Telefon. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten von Ihrer Tochter? Ja, es gibt eine Neuigkeit. Der Detektiv hat meine Tochter gefunden. Ihre Tochter ist gefunden worden? Ja. Wo denn? In Algerien. Verdammt noch mal. Aber spinnst du? Kann doch nicht wahr sein. Ihr sollt mal verbieten, eine Tochter jemals wiederzusehen. Herr Weiler, ich verstehe, dass Sie sich jetzt aufregen. Aber jetzt erzählen Sie doch lieber von Isabel. Ja, sie ist in der deutschen Botschaft in Algerien. Es geht ihr den Umständen entsprechend ganz gut. Sie ist natürlich ein bisschen geschafft. Aber ja, haben Sie mit ihr sprechen können? Nein, nur mit dem Detektiv. Ja, und wie ist der an Ihre Tochter rangekommen? Ja, er hat mit einem Lehrer gesprochen, der Isabel unterrichten sollte. Wahrscheinlich hat meine Frau schon alles für Isabel geregelt. Ich möchte zunächst abklären, ob das Ganze wirklich den Tatsachen entspricht und möchte mich hierzu auch mit der deutschen Botschaft in Algier ins Benehmen setzen. Ja, ich denke, 2 Stunden sollten Sie mir dafür schon geben. Dann geht folgender Beschluss, der Hauptverhandlung wird für 2 Stunden unterbrochen und wenn Sie nachher bitte alle wieder hier sind. Dankeschön. Also, okay. Also dann wird die Hauptverhandlung in der Strafsache gegen Doris Bulmerka wegen Verdachtes der Kindesentziehung hiermit fortgesetzt. Also ich habe mich mit der deutschen Botschaft in Algier in Verbindung gesetzt und ich konnte auch mit ihrer Tochter Isabel sprechen. Meine Mandantin sagt vorerst noch nichts. Gut, dann möchte ich hier vor Ihnen allen mit Isabel sprechen. Sie ist einverstanden mit einer Auslandsvideovernehmung in der deutschen Botschaft. Das Personal der deutschen Botschaft wird uns hier auch technisch unterstützen. Sie haben das schon aufgebaut, Herr Seelhoff. Dann ergeht folgender Beschluss, wenn keine Einwände sind. Ergeht der Beschluss nach § 247 KNA 251 Absatz 2 Ziffer 2 StPO wird die Zeugin Isabel Weiler mittels einer Tonbilddirektübertragung aus Algier vernommen. Also versuchen wir das mal, ob das Ganze geht. Muss ich noch irgendwas einschalten? Ah nee, wir haben das Bild schon da. Hallo Isabel, ich hoffe, Sie können uns hier gut verstehen. Ja, ja, ich kann Sie hören. Ja, Sie können mich auch sehen, hoffe ich. Ja. Klappt auch. Gut, Isabel, wir haben das im Vorfeld kurz besprochen. Ich möchte Sie hier jetzt als Zeugin vernehmen. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ja. Mhm. Sie heißen Isabel Weiler, Sie sind 15 Jahre alt, Sie wohnen eigentlich in Berlin, Sie sind natürlich ledig und Schülerin, ist das soweit alles richtig? Ja, ja, das stimmt. Und Sie wissen, dass heute die Angeklagte Ihre Mutter ist und als Tochter müssen Sie nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen, Sie können das vorher entscheiden. Ich will aussagen. Ist meine Mama auch da? Ja. Ich würde Sie gerne was fragen, kann ich das machen? Ja, bitte, sie hört und sieht dich. Mama, Gott, wieso hast du mich allein gelassen? Du hast doch gesagt, du wirst mich holen. Isa, bitte. Ich meine, ich weiß doch, dass es nicht okay ist, wie ich war mit dem Alkohol und den Partys und dass ich nicht auf dich gehört habe, aber Gott, Mama, du hast mich hier allein gelassen. Ich hätte doch zu Papa gehen können, wenn irgendwas wäre. Es war so schrecklich. Ich hatte so gehofft, dass es dir gefällt. Was gefällt? Isabel, können wir das vielleicht ein bisschen hintanstellen? Moment, würden Sie uns zuallererst mal bitte erzählen, wie Sie überhaupt nach Algerien gekommen sind? Ich war mit meiner Mutter in Tunesien. Wir wollten einen Mutter-Tochter-Urlaub machen, weil wir uns in den Monaten nach der Hochzeit mit Adil einfach nicht mehr so gut verstanden haben. Mhm. Und wie kam das? Also seit der Hochzeit ist meine Mutter einfach nicht mehr dieselbe und ich meine, schauen Sie sich nur mal an. Sie trägt doch bestimmt auch jetzt wieder ein Kopftuch, oder? Ja, das tut sie tatsächlich. Und wie finden Sie das? Es ist eigentlich nicht schlimm, wenn es nur das wäre. Aber sie hat ihr ganzes Leben völlig auf Adil umgekrempelt. Und naja, vielleicht denkt sie, dass er sie dann mehr liebt oder so. Aber ich bin doch auch noch da. Mhm. Isabel, eine Frage. Hat Ihnen Ihr Stiefvater irgendwelche Vorschriften gemacht, die Sie nicht wollten? Also sollten Sie zum Beispiel fasten im Ramadan oder Ähnliches? Naja, er ist nicht direkt. Er ist ziemlich gerissen. Er tut immer so lieb und nett und freundlich. Und dabei beeinflusst er meine Mutter total und ich krieg dann alles ab. Sie hat mir gesagt, ich soll fasten an Ramadan, versuchsweise. Und ich weiß auch nicht, was sie damit bewirken wollte. Ich weiß nicht, vielleicht wollte sie mich auf meinen Algerien-Aufenthalt vorbereiten oder vom Alkohol abhalten. Was weiß ich, ist mir auch egal, aber das war nicht alles. Mhm. Was gibt's denn noch für Beispiele? Na, zum Beispiel, wenn Adil immer gesagt hat,
ist der Rock nicht vielleicht ein bisschen zu kurz? Und meine Mutter reagiert sofort drauf und hat sofort im Befehlston zu mir gesagt, Isa, zieh dich sofort um, Adil hat recht. Und ich meine, das sieht doch wirklich ein Blinder, dass Adil meine Mutter total manipuliert. Und sie will es ihm dann recht machen und liest den Koran und so. Und am besten soll ich es wohl auch gleich tun, damit ich wieder schön brav werde. Naja, wobei ich Isabels Mutter schon so erlebt habe, dass auch viel von ihr selbst ausgeht, muss ich mal sagen. Ja, es kann ja sein, dass sie das alles von sich aus macht. Es ist mir auch egal, sie hat mich hier allein gelassen und Adil ist schuld und der Rest ist mir echt egal. So, jetzt kommen wir mal zu dem, worum es eigentlich hier ging. Könnten Sie uns bitte mal erzählen, wie das genau war, als Ihr gemeinsamer Urlaub in Tunesien zu Ende ging? Also bis dahin war es ja eigentlich voll schön. Mal abgesehen davon, dass Mama immer voll bekleidet am Strand rumlief und wenn ich da im Bikini saß, dann hat sie voll den Aufstand gemacht. Aber naja, jedenfalls einen Tag vor der offiziellen Abreise haben wir dann einen Ausflug ins Landesinnere gemacht. Also einen Tag vor der Abreise, das heißt, das war dann der 13. Oktober? Ja, genau. Und wie durch Zufall haben wir dann Adils Eltern getroffen, die, ja, dann haben die mir voll die Show, also die haben voll die Show vor mir abgezogen, so von wegen erst im Café ins Gespräch kommen und dann, oh, unser Sohn lebt auch in Deutschland und dann, als wäre der Groschen gefallen, nein, das gibt's doch nicht, sowas und bla bla bla, also das hätte, dass ich nicht drauf gekommen bin. Und Mama hat mich dann eben gefragt, ob ich mich noch eine Woche in Algerien bei Adils Eltern bleiben möchte. Und naja, ich habe zugestimmt und ich habe mich natürlich gefreut auf eine Woche. Das heißt, Sie waren zunächst mal damit einverstanden? Ja, natürlich. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es für immer sein soll. Und wohin sind Sie dann gefahren? Nach Algerien. Und ich habe zuerst einfach an nichts Böses gedacht. Und es war ja anfangs auch sehr schön. Am Anfang, sagen Sie, und dann nicht mehr? Naja, meine Mutter hat sich ein paar Mal noch gemeldet. Dann habe ich nichts mehr gehört. Ja, aber ich wollte doch anrufen. Bloß hat die Polizei zu dem Zeitpunkt schon angefangen, Fragen zu stellen. Und ich wusste doch, dass Adils Eltern gut zu dir sind. Außerdem wollten Adil und ich ja auch ganz bald nachkommen. Ihr habt das doch alles nicht gewollt. Genau so hast du es geplant. Und Isa muss jetzt darunter leiden. Ja, aber doch nur, weil du es nie zugelassen hättest. Du hättest doch nie erlaubt, dass Adil und ich Isa mit nach Algerien nehmen. Ja, warum auch? Ich wusste mir einfach keinen anderen Rat mehr. Warum denn keinen anderen Rat mehr? Ich musste irgendetwas unternehmen. Man hat ja gesehen, wie sie sich hier in Deutschland entwickelt hat. Und ich dachte... Aber hallo, wenn Sie Probleme haben in der Pubertätszeit Ihrer Tochter, dann müssen Sie schauen, wie Sie damit fertig werden. Aber die Tochter gegen ihren Willen in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur zu bringen und sie da völlig auf sich alleingestellt zu lassen mit irgendwelchen Pseudo-Großeltern, die sie überhaupt nicht verstehen. Ohne eine Perspektive, wie lange sie da bleiben muss. Sagen Sie mal, geht das überhaupt noch? Ja, aber ich dachte, wir könnten in Algerien wieder ganz neu anfangen. Alles war durchgeplant, ja. Alles war durchgeplant. Erstmal soll sie da ganz allein anfangen, ohne sie, oder was? Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein, oder? Isabel, konnten Sie sich überhaupt verständigen da? Mein Englisch ist ganz okay und ich habe auch ein bisschen Arabisch gelernt. Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass Sie da bleiben sollen, dass es gar nicht zurückgehen soll? Das war, als die Woche dann zu Ende ging und ich eigentlich wieder nach Hause wollte. Und auf einmal haben sich alle auf doof gestellt und wussten von nichts mehr. Und keiner konnte mehr Englisch und Arabisch auch nicht. Und oh Gott, da stand auf einmal dieser Privatlehrer auf der Matte. Und dann hat es mir einfach gedämmert, dass ich wohl da bleiben sollte. Dann habe ich, geschnallt, dass ich Andreas nie wiedersehen würde und Papa auch nicht. Und ich hatte so Heimweh. Sind Sie gut behandelt worden? Ja, eigentlich schon. Das Essen hat mir nicht so geschmeckt. Aber dass mich meine Mutter einfach so allein gelassen hat. Isa, es tut mir so leid. Ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Wir holen dich zurück nach Deutschland und du darfst natürlich hier bleiben. Du darfst auch gern bei Papa wohnen. Du musst mir nur sagen, was du willst. Es tut mir echt leid. Es war ein schrecklicher Fehler. Vielleicht können wir das ja gleich mal hier ansprechen. Möchten Sie lieber bei Ihrem Papa wohnen? Ja, das würde ich sehr gern. Nach all dem, was war, auf jeden Isa, Fall. Ich komme dich so bald wie möglich abholen. Das verspreche ich dir. Sie haben sich gerade eben bei Ihrer Tochter schon entschuldigt. Klar. Das heißt, stimmt alles so, wie es in der Anklage steht? Wie es Ihre Tochter gerade eben gesagt hat? Ja. Aber ich wusste mir einfach keinen anderen Rat mehr. Ich hatte sie überhaupt nicht mehr im Griff. Und ich wollte einfach nur verhindern, dass sie noch weiter abrutscht und am Ende vielleicht sogar noch Drogen nimmt. Ich weiß, das war falsch.
Aber ich war am Ende und ich wusste mir keinen anderen Ausweg. Und ich dachte, sie bleibt bei Adils Eltern. Adil und ich kommen möglichst bald auch nach Algerien. Alles durchgeplant, ja, alles durchgeplant. Der Badeurlaub, die Fahrt zu den Eltern und dann ihre alleinige Rückkehr nach Deutschland. Ja, und es tut mir furchtbar leid. Isa, ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ich hoffe, ich kann das irgendwie wieder gut machen. Ich wollte wirklich, ich wollte so schnell es geht zu dir kommen. Aber dann ist alles schiefgelaufen und ich hab dich wirklich so vermisst. Ich hab dich doch so lieb. Ich weiß ja, dass du mich lieb hast und ich glaub dir auch, dass du nachkommen wolltest. Aber Moment, du hast mich belogen und mich allein gelassen und das muss ich erstmal, damit muss ich erstmal klarkommen. Ich kann dir nichts einfach so, ich kann nicht. Frau Bulmerka. Was ich von all dem halt, werde ich Ihnen später im Urteil gleich dann sagen. Aber was ich Ihnen jetzt sagen will, Sie haben eine echt bemerkenswerte Tochter. Denn was der widerfahren ist, das ist so unglaublich eigentlich, dass man es ihr nicht verdenken könnte, wenn sie nie wieder Vertrauen zu Ihnen fasst. Und was sie da gerade eben sagt, das zeigt echt Stärke, das zeigt Größe. Ja? Aber wenn Sie jemals wieder Ihr Vertrauen sich erarbeiten wollen. Ja. Sie erarbeiten müssen sich, verdienen müssen sich das. Das geht sicherlich nicht innerhalb kürzester Zeit. Ich weiß. Und das müssen Sie sich ganz allein selber ankreiden. Auch klar, oder? Okay. Isa, bitte versuch mir zu verzeihen. Du weißt, du bist das Wichtigste, was ich habe auf der Welt. Ja, Isabel, herzlichen Dank für Ihre Aussage. Sie haben ja gehört, was Ihr Papa gesagt hat. Ich habe auch schon mit den Mitarbeitern der deutschen Botschaft das in die Wege geleitet, dass Sie so schnell wie möglich nach Deutschland zurückkommen. Auch in der Botschaft fand man das eine gute Idee, dass Ihr Papa Sie abholt. Ja? Also ich denke, dass es morgen oder übermorgen passieren kann. Bis dahin werden sich natürlich die Mitarbeiter der deutschen Botschaft um Sie kümmern. Können Sie mir noch einen Gefallen tun? Sagen Sie bitte allen Mitarbeitern in der deutschen Botschaft, die sich jetzt um Sie schon gekümmert haben und um diese technische Schaltung, herzlichen Dank von mir. Und ich finde es ganz toll, dass das so schnell geklappt hat. Ja? Dankeschön. Herzlich. Also, die Zeugin bleibt unvereidigt. Wir stellen noch fest, die Angeklagte ist bisher nicht vorbestraft. Keine Eintragung im Bundeszentralregister. Noch irgendwelche Anträge oder Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer bitte. Herr Vorsitzender, Herr Verteidiger, so ganz klar ist mir immer noch nicht, ob das jetzt irgendwie passiert ist aus Liebe zur Tochter, wie es uns hier glauben gemacht wird, eher aus Liebe zum neuen Ehemann. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat die Angeklagte alles falsch gemacht. Sie hat sich strafbar gemacht. Und mit der Geldstrafe ist hier ganz sicher nicht getan. Die Angeklagte hat überhaupt keinen Einfluss mehr gehabt auf das, was da passiert. Die Tochter ist lange, lange schon weg. Und wie lange es noch hätte dauern können, das konnten Sie überhaupt nicht mehr beeinflussen. Wir reden hier nicht von ein, zwei Tagen, wir reden hier von einer ganz, ganz unbeeinflussbaren Aktion. Ich denke an eine Freiheitsstrafe, eine empfindliche Freiheitsstrafe, und zwar eine solche von 1 Jahr und 5 Monaten. Diese kann zur Bewährung ausgesetzt werden, aber auch nur, weil doch heute ziemlich klar rüberkam, dass die Angeklagte diesen Fehler wohl nicht noch einmal machen wird. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, genauso ist es. Meine Mandantin bereut den Fehler, den sie gemacht hat, wirklich sehr. Und ich denke, in diesem bewegenden Gespräch zwischen Mutter und Tochter ist auch deutlich geworden, dass meine Mandantin ihre Tochter über alles liebt. Und mir imponiert Isabel, die wirklich so stark ist und die Größe aufbringt und offenbar bereit ist, meiner Mandantin die Chance zu geben, dass sie verloren gegangenes Vertrauen wieder gut machen und sich wieder verdienen kann. Ich beantrage 10 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Ja, Sie können jetzt selbst auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort, vor das Urteil gesprochen wird. Ich wollte alles richtig machen und habe alles falsch gemacht. Das tut mir leid. Das Urteil verkündige ich nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Doris Bulmerka ist schuldig der Entziehung Minderjähriger, Paragraphen 235 Absatz 2 Nummer 2 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 5 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie bitte Platz. Sie haben gesagt, Sie wollten alles richtig machen und haben alles falsch gemacht. Genau so ist es. Ja? Und Sie haben gesagt, so habe ich das nicht gewollt. Ja, wie haben Sie es denn dann gewollt? Wie hätten das alles gehen sollen? Wie haben Sie es vorgestellt? Gegen den Willen, Ihre Tochter in ein fremdes Land, eine fremde Kultur unter lauter fremden Menschen, alle Ihre Freunde, alle Bezugspersonen weg, bis in die ganzen Details, das Essen schmeckt nicht und weiß Gott was alles. Ja? Was ich Ihnen glaube, Sie wollten sie nicht so allein, so lange allein und im Unklaren lassen und es ist alles außer Kontrolle geraten, als die Ermittlungen aufgenommen worden sind. Aber da wollten sie nur noch ihren eigenen Hintern retten und haben sie alleine gelassen und haben damit eigentlich ihr ganzes Vertrauen verspielt. Und dass sie ihnen trotzdem noch eine Chance gibt,
Das zeigt Größe. Ja? Und ich meine, allein deswegen muss ihnen auch die Gesellschaft, sprich die Justiz, eine Chance geben, obwohl das Ganze natürlich mit erheblicher krimineller Energie geplant war. Ja? Aber deshalb Freiheitsstrafe ein Jahr, 5 Monate, deshalb Bewährung, es ergeht der Beschluss. Erstens mal der Haftbefehl des Amtsgerichts Schöneberg vom 22.10.2006 wird aufgehoben. Zweitens Bewährungszeit dauert 2 Jahre. Drittens der Angeklagten wird aufgegeben, eine Geldbuße von 2.500 Euro in monatlichen Raten, a 100 Euro an die Staatskasse zu bezahlen. Ein bisschen wehtun soll es schon auch. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Ja, Herr Weiler. Jeder hat das Recht, so glücklich zu werden, wie er es will, und sein Leben zu leben. Lassen Sie Ihre Ex-Frau ihr Leben leben, ja, wie auch immer. Aber, Frau Bemerker, das gilt auch für Ihre Tochter. Lassen Sie auch die ihr Leben leben. Und jetzt habe ich aber noch ein Wort an Sie beide als Eltern, und das sind Sie nach wie vor. Ein Kind, auch wenn sie so alt ist, auch wenn sie so toll ist, hat ein Recht auf 2 Eltern. Und das geht vor ihren Egoismen, das geht vor nicht verdauten Trennungen, das geht vor neue Lieben und weiß Gott was, ja. Lassen Sie sie. Lassen Sie und vor allem Sie auch als Zeichen der Bewährung, sie das tun, was sie will. Sie will jetzt nämlich bei ihrem Papa lieber wohnen. Und das ist momentan sicherlich auch das Beste nach dem, was sie angetan haben. Ja? Die weiß schon, was sie will und was sie braucht. Die braucht aber auch sie beide, wenn auch nicht gemeinsam, das geht nun mal nicht. Ja? Die soll ihren Weg gehen. Stehen Sie ihr bitte beide bei diesem Weg nicht im Weg. Aber lassen Sie sie auch nicht allein auf dem Weg. Vorher ist die Verhandlung geschlossen. Adil Bulmerka wurde wegen uneidlicher Falschaussage und Beihilfe zur Entziehung Minderjähriger zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten mit Bewährung verurteilt. Isabel Weiler lebt inzwischen bei ihrem Vater in Berlin.